Herzlich willkommen zu einem Pilates-Mödling-Gespräch, von dem wir beide nicht wissen, was wir für das ist. Es ist unser zweites. Aber in der Summe sind es wahrscheinlich so an die 20 schon gewesen. Der Johannes sitzt in seinem Kaffeehaus. Ist das so gut? Ja, nein, so. Das ist super. Genau. Und ich will ihn schon lange fragen. Hast du immer Schmerzen gehabt? Was ja, machst du? Was mache ich? Ich habe die schönsten Schmerzen waren mit Ende 30. Ah, okay. Wo sich zum ersten Mal mein Sakralgelenk in die falsche Position begeben hat. Okay, wodurch? Das mich lang begleitet hat. Durch das Laufwagerl fahren, durch das Schleudern der Kinder. Laufwagerl, okay. Ja, die Väter wachsen nicht mit den Kindern, aber die Mütter schon. Und durch das Schulterheben. Insgesamt 40 Jahre Laufsport, von den 40 Jahren 38 Jahre kein Krafttraining gemacht habe, war das die erste große Niederlage, wo das Sakralgelenk an der falschen Stelle war und sich herausgestellt hat, dass dieser Bereich der schwächste ist in meinem Bewegungsapparat. Okay. Und das habe ich wieder langsam in den Griff bekommen und da ich jetzt seit mittlerweile erst 5 Jahren regelmäßig Krafttraining mache, hat sich das eigentlich wieder stabilisiert. Bravo, und die super. Kinder ich nicht mehr trage und sie nicht im Laufwagen sitzen. Ja. Also durch blöde Haltungen hat sich eigentlich das super. Wirklich falsch positioniert. Okay. Und das Laufwagerl, das war bei allen drei Kindern? Das Laufwagerl war bei allen drei Kindern in einer komischen Lage, wo man sich komisch bewegt und eigentlich das Hinaufschleudern von anderen Kindern auf die Schultern und das und Tragen dann, und das Laufen. Darum war das eigentlich für mich das Unangenehmste, was mir eigentlich passiert ist. Ja, aber du hast es in den Griff gekriegt, das ist super. Ich habe es in den Griff bekommen, Gott sei Dank. Ja. Sehr gut. Und was ist mit deinem Lieblingscaféhaus? Ist das hier oder ist das woanders? Mein Lieblingscaféhaus ist an und für sich, müsste ich jetzt zwei sagen. Also das ist jetzt die Außenstation. Die Außenstation. Im Schloss Schönbrunn. Ah, oh, okay. Von der Familie Gewerfeld betrieben, beziehungsweise auch die Alternative ein Stück weg. Ist schon in Salzburg, das Tomaselli. Ah, ja. Schön, also die Außenstation mit dem Blick in Richtung neben der Orangerie. Und dort, das hat nur zur schönen Jahreszeit offen. Ah, okay. Also das wäre die Orangerie, also ein bisschen neben der Orangerie geht man hinein, beim Grünen Bär, heißt die Außenstation. Und haben wir dasselbe wie im Landmann, dasselbe Angebot? Ähnlich, ähnlich, aber es ist dort zu sitzen, vollkommen touristenfrei und in den Rosengärten, finde ich, ist sehr, sehr schön. Das hat bunte Sesseln, gell? Ja, genau. Ja. Und in so einem Babylon, du sitzt außen, schön. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Und das ist wirklich ruhig. Ich weiß nicht, wieso da die Touristen nicht hinkommen, weil dort ist es besonders nicht gegen unsere Touristen, aber du bist dort wirklich vollkommen touristenfrei. Ja. Es ist echt schön individuell. Ja. Kommen zu dir Touristen in die Kanzlei? Eigentlich? Wenig. Wirklich? Wenig. Also international haben wir nur zu Weihnachten, sind viele Italiener da. Ja. Aber sonst Touristen, viele Wanderer und viele, sage ich jetzt einmal, die Wienerwald-Touristen, von denen geht es uns ganz gut an Nachmittagen oder Wochenenden, Radfahrer. Aber Nächtigungstouristen von der Beherbergung her, nicht? Die am Nachbarn sind, ist bei uns, will ich nicht Touristen zeichnen, sondern ist nur beruflich. Also das heißt, die da sind in unserer Stadt, ist unter der Woche, sind 90% Business. Okay. 90% Business. Ja, ja. Also okay. Tourismus, Gemeinde als den Sinn, Ernächtigungen oder als haben wir nicht Dings, so, haben wir nicht. Haben wir eigentlich nur Business. Ja. Wann ist der häufigste, also der Tag mit den meisten Leuten bei dir? Ist der Samstag. Ah, wirklich? Ist der Samstag. Also der höchste Frequenz ist eigentlich wirklich der Samstag. Da, wenn alle Zeitung lesen und wo man sich am meisten trifft. Samstag ist der intensivste Tag. Ja. Auf jeden Fall. Und du hast 365 Tage offen. Jawohl. Wie geht das bitte? Ja, wie geht das? Wie geht das? Es war bis zum 15. März vor der Pandemie, war es wirklich so. Dann war hier das Ö1 im Journal zu Gast, zu spielen die letzten Tage der Menschheit, wo wir dann zugesperrt haben, wo wirklich zum ersten Mal, wie auch der Herr Querfeld, der seinen Stromschalter nicht gefunden hat, und wir dann zugesperrt haben, zum ersten Mal nach 25 Jahren. Wahnsinn. Wir sind im 28. Jahr.
Und das war schon spannend, mit dem Stefan zuzusperren und nicht wissen und zum Journal zu Gast. Und eins hat dann gefragt, was wir jetzt machen werden. Ja. Das war für alle die große Frage. Aber sonst sind wir immer da. Ich war an dem letzten Tag da mit meiner Schwester. Das war schon sehr spannend. Ja. Das war schon spannend ist ein super Wort. Das war schon irgendwie was ganz Besonderes, die Stimmung, wo das niemand dachte. Nein. Wo es nur geheißen, das sind nur die Schulen. Und dann war es am Freitag geheißen und dann war es der Dienstag. Und dann war dicht. Und dann waren die Pilates-Studios und alles. Und seitdem alles. Gibt es dieses Gespräch auf online. Und wir sitzen erstmals live da. Das war denn Johannes seine Idee. Ohne Maske. Ohne Maske und nebeneinander, was ein bisschen komisch ist, wenn wir da jetzt reinschauen und uns nicht anschauen, aber es geht irgendwie. Ja. Aber ich habe noch keines gemacht, wo wer neben mir sitzt. Ich habe es immer mit Computerbild gehabt. Ja, also jetzt ist es schöner wie bei der Stöckel, weil man sieht uns. Und genau. Ohne Frühstück. Ohne Frühstück. Du, unsere nächste Frage war über Athleten. Welchen Athleten bewunderst du in Österreich? Es ist immer wichtig, die was machen und die etwas bewegen. Und momentan finde ich bewegt die Julia Meyer, die Läuferin, die jetzt nach Paris fährt, das Limit geschafft hat, sensationell, finde ich bewegt, glaube ich, schon viele, motiviert viele und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Die mit irrsinnigem Fleiß, Konsequenz und mit der Auswahl nach langer Suche mit einem tollen Trainer das geschafft hat, als Spätberufene. In ja, wann hat sie angefangen? Das haben wir mit 21. Ja, die Julia habe ich zum ersten Mal laufen gesehen, den ersten Bahnwettkampf. Selten eine Athletin, die wirklich sehr, sehr klein ist, einen irren Aufwand hat, also gar nicht so ökonomisch läuft, irrsinnig kraftraubend läuft, aber trotzdem eine Freude vermittelt. Wir haben es mitbekommen, ob es der Frauenlauf ist, der Wings for Life-Lauf ist, egal was es ist, wie sie auch beiträgt, was Frauen alles mitmachen, im Gegensatz zu Männern. Ja. Eine ganz eine wichtige Angelegenheit, was jetzt auch irrsinnig in Paris bei Olympischen Spielen, always, sage ich jetzt einmal, macht ein irrsinniges Thema daraus, was Frauen mitmachen. Und die Julia trägt das genauso mit. Super. Also ich finde, die Julia ist eine Athletin, die, finde ich, für diesen Breitensport irrsinnig viel macht und irrsinnig schön vermittelt, was man eigentlich schaffen kann. Ja. Na und spät, wenn du sagst, mit 21 hat sie angefangen. Also sie befindet sich wirklich in einem Hochleistungsbereich mit Visionen und dass die mit 21, wenn einer gesagt hätte, die in Wien da bei einem harmlosen kleinen Abendmeeting begonnen hat, dass die jetzt dann bei Olympischen Spielen sein wird in Paris, ist wirklich sensationell. Ja. Also sie bringt da was mit, finde ich als aktive Sportlerin einen wahnsinnig wichtigen Beitrag. Ja. Ja, schön, schön. Und es ist gut zu wissen, es ist nie zu spät. Also man kann auch immer zu Höchstleistungen kommen, oder? Wenn man, vor allem, man muss eines unterscheiden, man kann auch, wenn man was Neues macht, immer zu persönlichen Höchstleistungen kommen, wenn man etwas noch nicht gemacht hat. Ja. Das ist immer die Frage, man kann auch eine Freude haben, um sich zu verbessern, mache ich einfach was Neues. Ja. Kann sich jetzt, wenn man einen Sport 40 Jahre lang macht, schwierig noch verbessern. Aber wenn man was Neues macht, kann man sich wieder motivieren, was zu verbessern. Richtig. Ja. Richtig. Was ist deine Herangehensweise bei was Neuem zu lernen? Eine ganz eine schlechte. Und zwar? Ich frage nie. Es gibt keine schlechte. Ich frage an und für sich nie. Ich habe die Sportarten, die ich selber mache, die normalen Skifahren, Radfahren, verleitet. Ich habe vollkommene sportbefreite Eltern, die nie irgendwie in den Sport oder in Schwitzen geraten sind. Ja. Das heißt, muss ich mir alles selber beibringen. Und du hast es dir selber beigebracht? Ich habe es mir selber beigebracht, hatte ein großes Glück, zufällig durch einen Freund meines Bruders von einem Leichtathletikverein. Ah, das war dein Anfang. Das war mein Anfang. Es war ein reiner Zufall, eigentlich über meine Geschwister, die mich dorthin geschickt haben, ich schaue das an, ein reiner Zufall. Ja. Ein reiner Zufall, mir hat da niemand hingebracht. Ich finde es schon sehr, sehr schön, wie zum Beispiel ich selber mal probiert habe, weil meine liebe Frau mich dazu motiviert, das Bogenschießen, was ich selber nicht beibringen kann. Das wo muss ich super selber sein. Überrascht war, wo man sagt, welche Entspanntheit und welche Konzentration, auch ein komplett anderer Sport, außer wie die Leichtathletik meinen macht. Aber ich bin sehr ein schlechter, der viel fragt oder gerne Neues ausprobiert. Also ich mache es wirklich, ich probiere es, solange ich es irgendwie halbwegs da anbringe. Ja, das ist ganz anders als ich, weil ich lasse mich überall sagen, weil ich kein Talent habe für sowas. Ja, mache ich eigentlich gar nicht. Und natürlich dann in einem gewissen Leistungsbereich bin ich froh, eine Trainingsgruppe damals gehabt zu haben mit einem Trainer. Genau. Bin ich aber auch immer, konnte ich immer mit
mit von der Partie sein. Sehr gut. Aber ich bin ein schlechter, sei jetzt mal, probiert mal was Neues und dann nehme ich meinen Trainer, einen Coach, bin ich sehr. Aber das ist nicht schlecht, das ist gut. Ja. Ich bewundere das, ja, weil ich brauche immer einen Coach oder schlecht, Trainer. Ich frage nie nach einer Straße, nach einem anderen, Gefühl ich frage nie danach, sondern ich suche lieber ewig und probiere lieber was. Oder ja, ist super, das ist einfach deine Persönlichkeit. Wenn du was Neues lernst, hat das eine Auswirkung auf deinen Sport oder dein Leben? Hast du das Gefühl? Also auch wenn du 40 Jahre läufst, kannst du mit, wenn du irgendwas, ob das eine Bewegung ist oder irgendetwas anderes, neu erfährst, hat das einen Einfluss auf dein Laufen? Wenn ich was Neues ausprobiere, hätte ich zum Beispiel nicht ein Krafttraining oder zufällig das ausprobiert, könnte ich nicht mehr laufen. Also ich habe zum Beispiel, es hat wirklich sehr viel verändert. Also man muss, das ist ja wenn super. Man wenn man Freude an einem Sport hat und den lange macht, muss man rundherum so irrsinnig viel machen. Möchte ich eine Stunde laufen, muss ich auch mindestens davon wieder eine Stunde einen anderen Tag einen anderen Sport machen, um den Sport betreiben zu können, der mir Freude macht. Super, gute Aussage. Also das wird immer mehr das Umfeld. Ja. Also das heißt, dann wird es wahrscheinlich nur mal eine halbe Stunde laufen sein und eine Stunde dehnen sein, Pilates sein, allgemeine Kraft und Kondition. Das bitte, das ist jetzt aufgenommen. Pilates wird er vielleicht probieren. Also das heißt, meine größte Schwachstelle ist sicherlich gerade bei mir eben der Beckenbereich und diese Angelegenheit, wo eigentlich alles davon ausgeht. Und das ist aber nicht bei dir, das ist speziell, das ist bei allen. Ja. Das ist, alle haben und den das Becken. Sage ich jetzt einmal, wie man sich dann mit der 50 dann noch bewegen kann. Wenn mir das einer gesagt hätte, ohne Krafttraining könnte ich mich nicht mehr bewegen, ich muss mich den ganzen bewegen, ich bewege mich gerne, wäre undenkbar. Also du brauchst die Kombination. Ich mache mich über mich selber lustig, meine blöden Sprüche. Ja, laufen ist genug. Nein, das geht gar nicht. Ja, und sogar Männer wie du werden einmal Richtung 70 halt, kommen sie in unsere Osteoporose-Richtung auch. Also das Krafttraining ist für alle wichtig. Das Krafttraining ist absolut wichtig. Habe ich vollkommen und habe ich sicherlich 40 Jahre unterschätzt. Macht 40 nichts. Jahre am Blödsinn. Es ist nicht zu spät. Es ist Gott sei Dank nicht zu spät. Ja, weil ich habe geredet, man braucht Pilates und das ist alles. Aber man braucht mehr als Pilates. Ja. Aber es ist ein wesentlicher Punkt. Es ist ein absolut wesentlicher Punkt. Ja, das stimmt. Es ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Das stimmt. Du, wie entspannst du? Weil ich sehe dich nach dem Job, nach dem Kaffeehaus, wo du stehst eigentlich die ganze Zeit, dann sehe ich dich auf den Anhänger laufen. Was ich mir für die Beine sehr anstrengend vorstelle. Oder ist das entspannend für dich? Das ist entspannend. Ja, ich habe ein riesiges Glück für meinen Bewegungsapparat, denn wenn ich jetzt sage, jetzt laufe ich, also meine, von den 55 Jahre bin ich ungefähr 40 Jahre, 5.500 Kilometer pro Jahr gelaufen. Wahnsinn. Aber mein Bewegungsapparat ist Gott sei Dank so gut vertragen und ich spüre eigentlich keinen Unterschied, wenn ich jetzt vom Café nach Hause gehe und mir die Laufschuhe anziehe. Hast du nicht schwere Beine? Gar nichts damit zu tun. Ja. Also es sind zwei ganz verschiedene Dinge und ich kann eigentlich traumhaft eigentlich entspannen. Im Wald zu entspannen und dass ich sage, ich bin jetzt müde vom Arbeiten, kann ich jetzt eigentlich gar nicht irgendwie sagen. Weil dir dein Arbeiten Spaß macht. Weil mir mein Bewegungsapparat irgendwie das gibt, dass ich da jetzt überhaupt nicht, der mich nicht einschränkt. Meine berufliche schränkt mich überhaupt nicht ein, einen Sport zu machen. Super. Also dass ich nach Hause gehe, ich muss mich hinsetzen und dass ich müde bin, muss ich mich überhaupt nicht irgendwie einschränken. Also das ist ein Glück. Ja. Ist ein Glück. Nein, das ist, das hast ist du dir Glück aber so auch erarbeitet. Es war immer so. Also es war immer so. Ich arbeite mein 16. Lebensjahr, laufe für mein 13. Lebensjahr. Darum ist das nichts Neues. Darum ist das nichts Neues und dieser Ablauf ist eigentlich auch so wie diese 365 Tage eigentlich ziemlich gleich. Cool. Ich kenne nichts anderes. Und das genießt du. Das finde ich schön. Ein Bauer macht auch jeden Tag das Gleiche. Und mein Tagesablauf ist auch sehr, sehr ähnlich jeden Tag. Ist es eigentlich immer ein angenehmes Super. Dasein. Ja. Na, ich bin neugierig, was du dann sagst, wenn du irgendwann einmal Pilates kommst. Ja. Danke, Johannes, für das Gespräch. Danke vielmals. Super war's. Yeah.